Also. Ihr habt gerade einen Sound gehört aus dem Spiel von Pete, auch wenn ich gerade vergessen habe, wie der heißt. Ihr wisst es auch. Wahrscheinlich jedenfalls, schreibt es in die Kommentare. Naja, ich bin wieder beim Smash Bros. Brawl zocken und ich rasiere wieder Gegner. Ich rasiere euch mit einem Rasierer und rasiere alle in der Menschheit. Schreck weg! Dreck weg, Mutant. Dieser Abschnitt ist das. Ich will mich ducken oder geht das nicht? Doch. Und das hilft auch. Ja, nice. Oh mein Gott, ist Mario ein Vollidiot. Hör mal auf. Tschüss. Zum Glück kann ich das Video jetzt ohne ihn aufnehmen. Weil der kann ja eh nichts Sinnvolles beitragen in meinen Videos. Au. Die Dinger sind übrigens wirklich unbesiegbar. Geh sterben. Hallo. Oh, was soll das? Aber du sagst keinen solchen Scheiß mehr. Oder was? Ja. Klingelt wieder. Geh jetzt aber mal dran. Ich mach einen Cut, ich geh hin. Kann weitergehen. Sei leise. Das hatte ich doch auch, ey. Mich regt es hauptsächlich auf, dass du mal wieder meine Aufnahmen zerstörst. Weißt du, was los ist? Ja, denkst du, ich bin taub, du zerstörst mich echt wieder meine Aufnahmen. Eventuell müsste ich jetzt schon wieder neue Aufnehmer, aber dieses Mal ging es echt nicht. Wieso? Was, wieso? Wieso müsstest du neue aufnehmen? Weil du nur Scheiße laberst. Tu ich nicht. Ja, doch! Nee. Du laberst irgendwelchen völlig irrelevanten Scheiß. Oh, fuck. So irrelevant ist das Ganze. Das ist ein Ertrag. Nur für dich. So, ich hoffe, dass das Video... Ah, für dich ist das also irrelevant. Psst. Das ist eine glatte Lüge. Sei leise! Mann, ich schmeiß dich beim nächsten Wort raus. Hier ist das Ende der Stage. Das ist immer mit einer goldenen Tür gekennzeichnet. Warum nicht Diamant? Verlass diese Kack-Kommentare doch einfach mal. Da ist ein anderes Raumschiff, das manche vielleicht erkannt haben, die das Spiel kennen. Ja, Relaxo und Blasenbaby Mario, Kettenhund, Günther, Kanimani und das Menü aus Smash Bros. Melee. Und zurück zur Karte, Wolkenmeer. Hier sind jetzt Kirby und Zelda und werden von der Harald verfolgt. Ach übrigens. Lass die Kack-Kommentare. Ziemlich interessant, dass die erste Welt eine Wolkenwelt ist. Ja, schön für die Zuschauer. Okay. So hast du keine Ahnung. Dieser Abschnitt ist übrigens der relevanteste aller Kirby Smash Bros. Und allgemein Spiele. Ich meine, ihr seht's. Es passiert nichts anderes. Das war's. Toller Abschnitt. Was? Noch mit Los Angeles. Hör endlich mal auf.
Ah, die bin ich getroffen. Naja. Du laberst nur schon. Weiter geht's. Kannst du dich eigentlich verpissen gehen? So. Ich weiß gar nicht. Nee, da oben ist nix. Ich töte den jetzt mit richtigen GG-Skills. Saugen! Hey, was soll das? So. Verliehen. Und. Oh, das ist nice. Das ist ein Bonusleben. Sniper. Aufladen. Oh mein Gott, da war ein Gegner. Diese Gegner sind assi. Nice. Du Opfer. Der Hammer ist übrigens auch noch. Den kann man doch nicht aufladen, geht wohl erst in die. Was? Da geht's auch dir, dass man nicht lieb. Warum bist du nicht weg? Das ist übrigens ein geheimer. Wieso redest du immer noch? Nein, ich dachte, wir haben darüber geredet. Hör auf, Scheiße zu labern. Da schmeißt man jemanden raus, damit er 3 Sekunden später wieder reinkommt, oder was? Herzcontainer heilen 150 oder so. Genau. Schön für dich. Das ist echt jeder Fall. Ich sehe alles, was du sagst, da, weil du nervst. Dann ist es das auch auf meinem Weg, du Blende zu machen. Sei doch endlich mal leise. Ich glaube, du merkst nicht mal, dass du meine Aufnahmen zerstörst. Was ist daran zerstören, wenn ich warte kurz, das gebe? Ich gehe mal kurz cutten. So, jetzt ist dieses Hirnkranke etwas rausgeflogen. Jetzt kann das Video hoffentlich mal richtig beginnen. Hat's bei Minute 8 nämlich immer noch nicht und ich bin zurückgelaufen. So. Jetzt aber hier lang. Also, ich werde mich auch öfters nicht so toll anstellen. Der Gegner kann gute und schlechte Items fallen lassen. Die zählen zu den Guten. Au. Oha. Ist irgendwo ein Gegner, ich will ihn zerbomben. Ich glaube, Bomben sind zum Zerbomben am besten. Ich wusste gar nicht, dass die nach einer Zeit auch so explodieren. Jetzt wäre ich fast gestorben. Deswegen. So. Weiter geht's. Es gibt übrigens, ich glaube jedenfalls, dass es in diesem Level ist, eine Möglichkeit, ohne zu sterben, auf 999% Schaden zu kommen. Die. Das ist ein Sieg. Rit. Papier. Ich muss natürlich das Portal, aus dem die Dinger kommen, zerstören. Um
ihre Art dann auszurotten. Und au. Ihr Nerv. Die Gegner sind wirklich ätzend. Ich stelle mich mal unter. Gut. Hier oben ist ein Item. Ein Stern! Geilo! Oh mein Gott, habe ich die gerackt. Hey, was machst du denn da? Das hier dürfte die Stelle sein. Und zwar hier. Der macht immer 15 Schaden, wenn er einen trifft. Aber man wird auch immer gleich weit wegfliegen. Das heißt, eventuell kann man hier unendlich Schaden nehmen. Oder wie gesagt, die maximale Zahl von 999. Okay, der wird mich. Ja, der wird mich töten. Der war ganz geil, Zelda. Bin dann mal weg, ihr Nobs. Dieser Part muss jetzt sogar schon enden. Aus dem einfachen Grund, die Level dauern lange und ich kann nicht mehr als 2 Parts pro Tag aufnehmen. Also bis zum nächsten Mal und ciao.